Meist auch sind. Oh, Munition. Das kann nichts Gutes heißen. Outfit, genau das Richtige. Steine, was da? Ach du Scheiße. Tapfer im Kampf gestorben. Scheiß von hinten! Ach du Scheiße! Da komm ich auch nicht vor, bevor ich alle. Komm ich auch nicht hinter, bevor ich alle erledigt habe. Scheiße. Das kann man hier mal laut sagen. Das heilige Ritual. Und zack. Sonnenbühne gemacht hat, dann schon viel Wind hier.
Schild zu schieben, haben wir die Luft gejagt, oder? Wir sollten uns vielleicht mal beeilen. Was soll denn der Mist? Was geschieht? Schon dabei liegt. Heilige Scheiße, die habe ich nicht kommen sehen. Ich vom Anfang an. Warte, bis da oben jemand steht. Na komm, jetzt nicht sterben, nachdem ich alle erledigt habe. Hätte Schild, da sind noch zwei im Schildern. Der stirbt und brennt. What the fuck? Was langsam hier.
der noch lebt. Anda. Anda. F. Keine Pfeile mehr. Na, geil. Neue Pfeile. Von vorne ran und F. Was tust du? Ach komm. Und F, F. Er lebt noch. Neben Boss. Neben Gegner und Bosskampf. Ich liebe es. Ich liebe es. Kleinere Gegner und großen Boss kämpfen. Und da ist noch ein Weg, weil man muss, bevor man hier auf den Füßen schützen kann. Geil! Sowas braucht jedes gute Spiel. Dass man sich nicht auf den Boss konzentrieren kann. Und auf geht's. Lebende Munitionstaschen. Nicht du, Lava. Scheiße. Ich kann halt eigentlich nicht mehr so lange. Geh! Ich lasse es. Rücken. Scheiße, Mann, jetzt wurde ich von den Bogenschützen gesprochen. Ach. Als ob. Ist doch nicht die Wahrheit. Ich trinke ihn. Fixer. Mach ich. Alle. Der Pumpgun. So klein wie so. Auf das Feld gekrabbelt wie ein Tier. Mit dem großen Kämpfer. Geht nach Hause zum Mami. Die großen Spielen. Ich kann auch nicht auswählen, wer die Pumpkin hat. Spiele macht ja das.
aber auch. Verkackt, ich bin auch kein Schütze hier. Weil ich es ist halt egal. Komm her. Nein. Keine Munition, nein, 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 nein. Ich hasse alles. Letzte Munition. Und F, 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 F. Verdammte F-Taste. Und daneben. Und F, F, F. Komm, der Wichser. Ich kann ihn besteuern. Am Boden. Ich hasse alles. Wie die Spieler machen nicht aggressiv. Ja, komm, halt. Halt's Maul. Irgendwas! Quick Game Events des Todes. F. E.
komm. Axt 3, Axt 3. Geschafft. Sam. Oh, Sam. Gott sei Dank. Lara, was ist passiert? Ich bin da. Du bist sicher. Alles gut. Alles gut. Du hast mich befreit. Ich hab's gewusst. So wie versprochen, bringen wir dich nach Hause. Happy End. Die Sonne scheint. Wir können nach Hause. Die Sonnenkönigin. Das haben sie so genannt. Da ist Lara! Sie hat Sam! Geschafft. Dir wird es bald besser gehen. Was ist dort passiert? Es ist vorbei. Wir können los. Okay, dann nicht viel weg von hier. Ich war so blind. So naiv. Jahrelang habe ich an meinem Vater gezweifelt, wie alle anderen. Dabei hatte er mit so vielem Recht. Ich wünschte, ich könnte ihm das jetzt sagen. Ich war mir der Wahrheit immer so sicher. Aber nach dem, was ich gesehen habe, weiß ich nicht mehr, was ich glauben soll. Ich muss Antworten finden. Ich muss verstehen. Drachendreieck, Südjapan, Tag unbekannt, 6:15 Uhr. Und auf geht's von vorne. Brauchen Sie was? Keine Ahnung, was Sie da durchgemacht haben, aber wenn ich Ihre Wunden und Ihren Blick sehe, will ich es auch gar nicht wissen. Naja, wir sind bald zu Hause. Ich gehe nicht nach Hause. Survivor's Boom. Tomb Raider. Hope you have enjoyed playing Tomb Raider. We have worked our hardest to best to thank you for complete all game. Okay. Ja, sehr schönes Spiel. Hat Spaß gemacht bis zur letzten Minute. Manchmal ein bisschen frustrierend, aber das ist da. Der Bosskampf war jetzt ein bisschen. Ach. Aber. Es hört auf, hier Beerdigungsmusik zu spielen. Ja. Tolles Action-Adventure. Mehr Action als Adventure, aber weiß ich, ist das ein Action-Adventure?
Action-RPG. Großartiges Spiel. Gibt's nicht mehr viel zu sagen. Wir sehen uns zum nächsten Tomb Raider Teil, den ich besitze. Auf Epic Games. Müssen mal gucken, wer welcher das ist. Ich habe 3 Teile, glaube ich. Erstmal kostenlos auf Epic Games. Da habe ich noch den gibt es demnächst wieder kostenlos. Den habe ich schon. Das wiederholt sich. Das war jetzt der von 2013. Den Original von Schlacht mich tot, muss ich auch nochmal spielen. Und meine so eine Retro-Teil. Rise of Tomb Raider ist das nächste, was ich habe. Und dann kommt Shadow of the Tomb Raider. Müsste ich, glaube ich, alle 3 haben. Und die 1996er, vielleicht gibt es dann irgendwo. Ich glaube, die gab es mal irgendwo. Ich glaube, auf Steam gab es die irgendwo für ein. Apple und Ei irgendwo mal, dass man die mal spielen kann. Reingeportet. Eine Tomb Raider haben wir jetzt gespielt, die 2013er Spiel. Jetzt als nächstes will ich dann Rise of Tomb Raider spielen. Dann haben wir noch Shadow of the Tomb Raider. Rise of the Tomb Raider von 2015 und Shadow of the Tomb Raider von 2018. Aber ich würde mal sagen, als nächstes spielen wir irgendwas anderes. Müssen wir gleich mal gucken. Ein paar Minuten habe ich noch. Vielleicht noch mit euch gemeinsam reingucken. Aber was war als nächstes spielen? Aber jetzt müssen wir erstmal Tomb Raider beenden. Erstmal dieses Spiel. Ende bringen. Schaut euch die an. Hier so mit Bildern. Die Leute, die daran schuld sind, wie ich immer sage, dass dieses großartige Spiel entstanden ist. Ja. Wir haben eine ganze Menge Leute mit unseren Arbeiten dran gearbeitet. Das auch mal gespielt. Haben wir das auch mal gemacht. Ist offiziell auf Twitch gespielt im Stream. Koop spielen, aber kommt man das oder was? Das ist eine Multiplayer-Abteilung. Ja, Soundtrack ab und zu mal ein bisschen überspitzt. So ein bisschen
gerade in den Menüs, wo das so gemacht hat, so. Okay. Ab und zu ein bisschen unnötig, aber. Ab und zu hat man es zu sehr rausgehört, wo dann. Einmal habe ich es sogar erwähnt, wo man dann in die große Halle das reinkam, wo ich dachte, das ist der Bosskampf da. Und dann so, ab und zu gab es dann solche Momente. Oh, jetzt zieht die Musik an. Das ist halt. Der beste Soundtrack ist der, den man überhört, weil da so gut in die Szenerie reinpasst. Das ist so gut. Den man schon hört, aber der dann. Am Ende sagt was, das hat ein Soundtrack, ist dann auch ein bisschen blöd, aber wenn man dann. Man muss den schon hören, aber gut finden, wenn man sagt, oh ja, klingt toll, aber das ist so. In manchen Momenten. Ich glaube, ich habe es auf dem leichtesten Modus durchgespielt, deswegen. Ich habe mich trotzdem schwer getan an manchen Stellen. Ja, manche, so viele Rätsel waren jetzt nicht, sondern nicht, aber das mit der Glocke am Ende. Ja. In dem Turm dort mit der Glocke. Das war mein Fehler, das war nicht vom Spiel, das ist da. Für die ganz Blöden gab es ja sogar noch Hinweise, konntest du auf Q drücken und dann hast du da, wurde dir sogar mit dem Winken Sound gegeben, hat's gelb aufgeleuchtet. Also, hätte ich auch machen können an der Stelle. Special thanks to all the friends, families and loved ones. Supported us along the way. Square Enix. Ja, auch ein sehr schöner Publisher, ein schönes Studio. Ich glaube, ja, haben die nicht Life is Strange rausgebracht, Square Enix. Bin ich ja enttäuscht. Haben die das. Tomb Raiders Fansites und Webmasters, The One Damn. Auch mal den Fans danke sagen. Never Daily, Never Forever, Never Society, Never Limited, Never Back, Back, Christmas. Okay. Tomb Raider Fans. Kleine Flower. Okay. So, thank you for dedicating this team on official Tomb Raider forums. Lastly, thank you, the incredible community of authors, bloggers, cosplayers, and super fans. Und supported Lara since 1969. Ich kenne von der Zahl in Englisch. Das ist 1996. Den ersten 96er Teil muss auch noch irgendwie mal. Ich glaube, den gibt's auf Steam. Müssen wir uns mal unter mal holen. Wird Augenkrebs geben, aber. Wird wahrscheinlich auch brutal schwer, aber zumindest mal in einem letzten Test oder so müssen wir es mal machen.
Glückwunsch, sie haben die Geschichte abgeschlossen. 63% des Gesamtspiels gemeistert. Da fühlt mir das schlecht. Sie können jetzt mit weiter auf die Insel zurückkehren, um sämtliche unerledigten Aktivitäten. Den Teufel werde ich tun. Zurück auf die Insel. Ja, Multiplayer Games. Das gemeinsam noch spielen. Ja, ich wüsste nicht warum. Das Spiel ist Singleplayer echt in Ordnung. Ja, danke fürs Zuschauen. Das war Tomb Raider 2013. Mit dem Zwergenfürst. Habt einen tollen Tag. Haut rein. Man sieht sich im nächsten Projekt wieder. Ciao YouTube. Bis dann mal. Ciao. Thank you.